Yo, hi guys. Wir sind hier gerade im 6 Mile Cypress Slow Park und hey Leute, wir waren gerade im Six Mile Cypress Slope. Sloge Project Park. Auf der Hoffnung, ein paar Tiere zu sehen, aber eigentlich war da nicht so viel zu sehen. Wir haben Alligator gesehen, so ein paar Eichhörnchen und so. Aber ja, so wie angekündigt, so cool war der eigentlich nicht. Ich würde ihm vielleicht 5 Sterne geben oder 6 von 10. Vielleicht waren wir aber auch zur falschen Zeit da. Also entweder muss man, glaube ich, früh morgens da sein. Wir waren ungefähr, glaube ich, sowas um 9 oder 9.30 Uhr da. Oder spät abends, da sind die Alligatoren dann aktiver. Ja. Und jetzt haben wir einen Uber gerufen und fahren jetzt zum Walmart, wollen uns dann Ben und Jerry's holen. Das dann wegschnabulieren und noch ein bisschen am Pool gehen. Und heute Abend gehen wir dann noch vielleicht zum Fort Myers Beach wieder. Mal sehen, worauf wir dann so Lust haben, und morgen holen wir dann hoffentlich das Auto ab. Der Führerschein ist auf jeden Fall schon in Amerika, in Cincinnati, und ja, ich hoffe, der wird morgen dann wirklich ankommen. Hört's, ich bin noch immer ganz schön erkältet, aber es wird auf jeden Fall auch besser. Ich kann jetzt wieder gut schmecken. Ich konnte so die ersten 1,5 Tage oder die ersten 2 Tage nicht wirklich gut schmecken, was natürlich hier fatal ist bei den ganzen geilen Sachen, die haben. Aber das Ben & Jerry's, das kann ich gleich genießen. Pretzels von Hershey. Wenn man mal in den Toys R Us geht oder sowas, diese Fahrzeuge, die haben für Kinder. Ich als Kind immer haben wollte, aber wir hatten keinen Garten und es wäre auch zu teuer gewesen für meine Eltern. Aber jetzt guckt euch mal die hier in Amerika an. Den da oben, diesen Monster Truck, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Flying Dagger oder sowas. Ist auch so ein ganz bekannter Grave Digger, genau. Guck mal, der hat eine richtige Federung drin, richtige Federbeine, heftig. Und dann Dodge Ram. Krass. Ich habe mir schon das erste Spielzeug geholt. Hier, und das wollte ich euch noch kurz zeigen, mal getarnt. Das finde ich ja halt auch voll krass. Hier kannst du dir so Munition kaufen für Waffen. Da oben so ein Safe mit biometrischem Sensor. Und hier kannst du dir die Munition kaufen. Schon krass, oder? Ja, und da in den Regalen, da waren auch noch so ein paar Schusswaffen drin. Aber ich glaube, das waren halt mehr so Softwarepistolen oder sowas.
Also halt aber auch so CO-Waffen. Und ich glaube aber ein richtiger Revolver war dabei, aber ich wollte das jetzt nicht so filmen, da standen gerade die Verkäufer. Ich habe zwar am Eingang gefragt, ob ich hier filmen darf, aber bin mir da nicht so sicher. Der hat mich nicht richtig verstanden, der Typ. Glaube ich. Nur gelacht. Er hat nur gelacht, genau. Dachte sich vermutlich, was für ein Blödmann, warum will der hier im Supermarkt filmen? Was soll es denn hier Spannendes geben? Weil das ist auch nicht krass für jeden Kaffeeliebhaber. Sämtliche Starbucks-Kaffees und guck mal hier gibt es von Monster so Kaffeesorten, drei verschiedene oder so welche Mini-Packs. Jetzt kann man ganz auseinandernehmen. Und nur die Pilze abnehmen und dann. Corona. Corona trinke ich ja echt gern, aber ich glaube, das ist hier nicht wesentlich günstiger als bei uns. Ich komme mal kurz. Aber das sind so Mini-Flaschen da oben. Corona Light, das wäre so ein Ding. Und das kostet hier 9 Dollar. Oder da 9 Dollar. Also auch sowas 6 Euro. Corona ist halt echt schweineteuer. Wenn ich mir das kaufe, manchmal bei Penny im Angebot, da gab es das schon mal für 3,99 oder so. Oder 4,99. Dann habe ich mir direkt 5 welche Sixpacks geholt. Dann habe ich aber mit der Diät angefangen und die stehen immer noch im Schrank. Okay, Jane sagte gerade, es liegt nicht an der Diät und daran lag es auch nicht. Es liegt eher daran, dass ich im Winter nicht Alkohol trinke eigentlich. Da trinkt man nicht so gerne, aber im Sommer sitzt man mal gerne draußen. Gesundheit. Und jetzt gucken wir noch nach Mikrowellenfood, weil wir haben bei uns eine Mikrowelle. Aber ich glaube, wir werden eher zu Taco Bell gleich gehen. Das Salisbury Steak, das gibt's auch bei Fallout. Chicken Fettucci Alfredo. Ist schon cool. Oh, da oben die Quesadilla. Chicken Quesadilla. Sind die für die Mikrowelle? Man kann sie in der Mikrowelle aufwärmen. 4,98 Dollar. So, Abendbrot haben wir auch schon ausgewählt. Es wird nicht zu Taco Bell gegangen. Das machen wir vielleicht morgen. Ich habe mir hier so Beef, keine Ahnung, Chimichurri oder so geholt. Ein bisschen Beef mit Bohnen und Potatoes dabei. Und noch so eine Portion Reis mit Brokkoli und Beef. Ich glaube, hier pro Portion so 280 Kalorien. Ist auch relativ klein, aber dazu esse ich dann vielleicht noch irgendwie ein Stück Käsekuchen oder sowas. I'm so sad right now, because I opened the refrigerator and my cheesecake is gone. Vielleicht das mal hier rein. Diese Corn Dogs. Und was sie hier auch haben, hat die Jane gerade erzählt, Hot Pockets, kennt ihr die noch? Ich glaube, die gibt's bei uns überhaupt nicht mehr. Ja, die Auswahl ist hier schon echt gigantisch. Quesadilla. Geil. Boah, es ist immer richtig krass, wenn man aus dem Hotel rauskommt nach draußen. Es ist immer so ein Wusch, man wird voll von der Hitze erschlagen. Und wir haben gerade die Sachen zusammengepackt und ich dachte mir so, ach,
Cappies, also oder Sonnenhüte, Sonnencreme und sowas, das brauchst du alles nicht mehr. Aber auch weiß nicht, obwohl wir jetzt 17.47 Uhr haben, ist es doch noch echt extrem heiß, aber auch mega geil irgendwie. Also du gehst hier immer ins Hotel rein oder gehst in diese Läden rein und weiß nicht, wenn du vom Strand noch feuchte Klamotten hast oder so, dann denkst du dir, ja, doch schon relativ kalt oder so, vielleicht sollte ich mal was Langes anziehen. Oder ja, jetzt sollte ich mal irgendwie meine nassen Sachen tauschen, so, wenn das T-Shirt so ein bisschen nass ist von der Badehose. Jetzt sollte ich das mal irgendwie tauschen, damit ich nicht krank werde. Und dann kommst du raus und dann ist es, puh, schlägt dir diese Hitze voll ins Gesicht. Naja, so viel dazu. Ja, wir waren bis gerade am Pool und jetzt wollen wir uns aufmachen zum Fort Myers Beach noch mit dem Trolley. Hier fährt immer von dem Hotel aus so ein Bus dahin. Der kostet 75 Cent pro Fahrt oder so ein Tagesticket kostet 2 Dollar und ja, wir holen jetzt da vorne noch Geld an der Bank ab, fahren dann da runter, müssen mal schauen, ob der dann noch zurückfährt, weil ich glaube, der fährt nur bis 8 Uhr oder sowas, 8.45 Uhr oder so und ob, wenn wir da noch was essen gehen am Fort Myers Beach oder so, könnte das zu spät werden, aber dann fahren wir vermutlich mit Uber wieder. Damit sind wir heute zweimal gefahren, das war das erste Mal, dass ich das benutzt habe und das funktioniert ja eigentlich ganz cool. Das erste Mal sind wir vom Hotel aus hier gefahren zu diesem Park, den ihr heute Mittag gesehen habt. Jetzt. Wir waren hier gerade im 7-Eleven und haben uns so einen Eiskaffee geholt. Boah, mir was richtiges Blödes passiert dabei, ne? Ich habe diesen Strohhalm, diese Strohhalmverpackung habe ich in den Abfall reingeschmissen und dabei habe ich den Strohhalm so mitgenommen und habe den halben, nein, nicht den halben, aber habe auf jeden Fall ein bisschen was auf dem Boden da verschüttet. Und war natürlich total peinlich, weil ich den Typen erst gefragt habe, wie das richtig funktioniert mit diesem, wo man das Eis herbekommt für den Kaffee. Und dann saue ich dem da noch den Boden ein. Ich habe das natürlich sauber gemacht und so, aber der hat sich das vermutlich später auf den Kameras oder über seinen Monitor und dachte sich, wow, diese doofen Touristen. Naja, aber auf jeden Fall schmeckt er mega geil. Das war so ein Mokka-Eis-Coffee und Diana hat da noch so Vanillasirup reingemacht. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und jetzt sind wir hier am Strand. Hier geht's auch ordentlich ab. Richtig coole Stimmung. Guck mal, hier feiern die Leute. Also hier so welche Zelte aufgebaut und so. Oh, ja, und hier mit den Palmen, ey, und ich weiß nicht, diesen Purpurtönen und so. Oder sind es Purpurtöne, sagt man das nicht immer, auf jeden Fall mit diesen blauen, roten Farben und sowas. Die Häuser, hier ist mega idyllisch, mega geil, total entspannt. You're gonna be the one that saves me.